Keine Ahnung. Irgendwas. So ein bisschen, was können wir ja vielleicht noch mitnehmen? Wir sind ja jetzt schon auf dem Weg ins Bett. Oh, wie sie voll müde ist. Oh. Wo ist eigentlich unser Kätzchen? Ich habe das noch gar nicht gesehen. Ich wollte doch ein Kätzchen haben. Muss man erst mal durchkommen hier. Jo. So, jetzt wird sie ganz müde, aber das ist okay, denn... Denn wir gehen jetzt eh schlafen. Ja! Oh, sehr gut. Heute haben wir es geschafft, ins Bett zu gehen. Level 1, Mining. Wir haben plus 1 bekommen für die Pickaxe. Und New Crafting Resupply Cherry Bomb. Okay, cool. Ich glaube, es regnet. Ja, es regnet. Oh, wie cool. Ich habe so gehofft, dass es hier regnen kann. Ich mochte das schon immer so gerne in Harvest Moon, wenn es geregnet hat. Das ist schön. Ich bin ja so ein Regenmensch. Das ist ganz stark bei mir. Das heißt, dass die Leute vielleicht jetzt auch alle in ihren Häusern sind, ne? Ach, ich kann ja vielleicht das Zeug reintun. Ich tue das jetzt auch da rein. Vielleicht kriege ich dann auch einfach das, was es wert ist dafür. Ich muss ja auch hier mal ein bisschen Umsatz machen, ne? Das ist ja viel zu wenig Geld im Moment. Wir können ja nicht mal was zu essen kaufen. Geschweige denn Bier. Und wie auf Kommando hat mein Magen geknurrt. Ja, ich muss auch bald mal wegen Essen gucken. Aber vielleicht mache ich mir auch einfach so einen Ofenfisch. Da hätte ich auch Lust drauf. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo war denn jetzt der Fischer? Der war da hinten unten, aber ich weiß gerade gar nicht, ob wir da jetzt einfach so hin können. Okay. Ich muss mal kurz kontrollieren, es wird hier gerade so dunkel, ob ich eigentlich noch gut belichtet bin. Mal ganz kurz. Oh nein, kein Bier. Ja, das ist das Schlimmste, ne? Viel schlimmer, als wenn wir nichts zu essen hätten. Wenn wir uns kein Bier leisten können. Also das geht ja gar nicht. So, jetzt muss ich kurz mal... mein Headset. So. So. Bin ich noch hell genug oder... Das ist so besser, oder? Oder so? Oh. Besser? Nee, ich glaube, das ist sogar noch okay so. Könnt ihr entscheiden. Okay. Oh nein. So. Dann können wir weiterlatschen. Lati, Lati. Hier ist das Krankenhaus. Oh Mann, das macht auch erst um 9 auf. Geil, wenn ich jetzt krank wäre, bist gut beleuchtet. Okay, danke. This is not good weather for sports. Okay, dann musst du hier halt den Kuchen essen. Scheiß auf Sport. Ist gut. When I woke up, I hear dripping from somewhere. I think the roof might be leaking. Oh Gott. Ich habe gerade Resident Evil gespielt. Ich will sowas gar nicht hören. Wir sind hier in einer heilen Welt, ja? It's awful cold, isn't it? What a rotten day! Tja. Die kenne ich alle schon. Ich brauche neue Menschen. Neue Menschen.
muss mich doch noch immer vorstellen bei manchen. Warte mal, kennen wir die hier schon? Howdy, Kid! Stink rein! Oh. Ja, aber die ist hier. Mhm. Man kann nicht mal anklopfen, oder wie? Sind die mir arg böse, wenn ich sie jetzt nicht alle begrüße? Bei mir blöd. Ich renne hier rum. Good morning. Good morning, good morning. Have you planted any spring crops yet? This season doesn't last forever, you know? Ja, das weiß ich schon, aber du hast gesagt, ich soll hier alle begrüßen. Wieso? Resident Evil ist doch eine heile Welt. Also jedenfalls auf seine Weise. Ja. Wenn du das so siehst, Erdbeer, dann ist das in Ordnung. Aber du solltest vielleicht dich doch untersuchen lassen. Nein, das ist schon recht auf seine Weise. Okay. Es ist stimmig. Es ist eine heile Welt in sich. Oh, guck mal. Hier. Hier ist der Typ. Ahoi, there, miss. Hut, there was a newcomer in town. Good to finally meet ya. Schön, gell? I'm still trying to unwind from a month out on the salty seas. It was a big haul. I sold a lot of good fish. Macht er uns jetzt ein Haul? Ein Fischhaul? Finally saved enough to buy me a new rod. Das ist schön für dich. Ich gebe. Here, I want you to have my old fishing rod. Ich wusste doch, wir kriegen eine Angel von dem. It's important to me that the art of fishing stays alive. And hey, maybe you'll buy something from the shop once in a while. Darf ich jetzt gehen? You received a bamboo pool. Pole. Nicht Pool. Wir haben ja keinen Pool bekommen. Es hat sich aufgehangen. Ah, jetzt geht's wieder. Ist ja so ein anspruchsvolles Spiel. There's good weather here in the valley. All kids... Kind! Oh, Fisch! Keins. Oh yeah, my shop's back open now, so come by if you need supplies. I'll also buy anything you catch. If it smells, it sells. That's why my old puppy used to say anyway. Oh man. Sehr gut. Erdbeer schreibt, was? Ja, nett wie immer, die Shiva, gell? Ach so, ich habe gerade gefischt. Ups. Und das heißt geangelt und nicht gefischt. Ich bin gerade irgendwie schlecht. Ich kann weder Deutsch noch Englisch die Wörter gerade richtig aussprechen. Sind das hier Fische? Habt ihr das auch gehört? Also ich hab's noch nicht so ganz raus, wie es funktioniert. Muss ich es einfach länger drin liegen lassen? Hier ist es tiefer, vielleicht ist es hier besser. Ach komm. So. Hm. Aber irgendwie ist der Bildausschnitt jetzt noch kleiner geworden, oder bilde ich mir das gerade ein? Wie schaut das für euch aus? Also für mich ist es gerade kleiner geworden. Ich muss mal kurz nochmal in die Einstellung. Oh, nein, in die Einstellungen gehen. Ja, ist es auch. Der hat die Auflösung nämlich verkackt. Jetzt ist es wieder richtig. Komisch, wieso hat er das gerade so verkackt? Wahrscheinlich beim letzten Mal, als ich rausgetappt habe, ist es einfach irgendwie verloren gegangen, die Auflösung. Nee.
Was? Aber jetzt checke ich, wie es funktioniert. Also, wenn da so ein Ausrufezeichen drüber ist, dann muss ich. Ich weiß nicht warum, aber ich erinnere mich gerade an, dieser Stock ist viel zu schwach für euch. Hier, nehmt diesen neuen. Ja, so ungefähr. Ich dachte, die Angel ist im Wasser. Oh Mann. Nochmal. Ach, das geht gar nicht. Click to raise. Was? 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 Release to lower bar. Keep bar behind fish. What? Was? Bitte? Das ist doch nicht deren Ernst, oder? Was für ein Scheiß. Okay, ich habe eine Sardine gefangen. Cool. Und das ausgerechnet an dieser lustigen Stelle hier. Nein, ich will nicht mehr... Aber jetzt, stimmt wieder was nicht. Jetzt ist nämlich das hier unten. Seht ihr das? Das stimmt nicht. Aber 1920 ist doch okay. Ach so. Nee, jetzt habe ich es ganz kaputt gemacht. Hoppala. Ja, klar. So. Aber lustig, dass es das so mitmacht, ne? Dass ich hier rumhauen kann mit der Auflösung, wie ich lustig bin. Und es macht den Stream gar nicht kaputt oder so. Ist interessant. Ich denke, wir werden es jetzt, wenn ich dann zum Ende komme, noch kurz testen mit dem, 21 zu 9, mit der richtigen, also mit meiner richtigen Auflösung. Ich mache es jetzt zum Streamen immer kleiner. So, es ist eigentlich richtig, aber irgendwie ist es hier unten auf einmal verschwunden. Wir testen das jetzt einfach. Einfach jetzt mittendrin, was soll's. Was passiert jetzt? Es wird mich interessieren, ob es auch so übertragen wird. Jetzt muss ich kurz warten, damit ich sehe. Nee, wird's nicht, es wird abgeschnitten. Aber das liegt an OBS, das liegt jetzt nicht am Spiel. Aber das heißt für mich, dann probiere ich das nachher nochmal aus. Okidoki, okidoki. Aber trotzdem ist das komisch. Das sind doch 1920 mal 1080 oder bin ich gerade doof? 1920 mal 1080 ist doch 16 zu 9. Warum schneidet das dann hier unten ab? Okay, belehrt mich, falls ich gerade irgendwie einen Denkwurm, wollte ich gerade sagen, einen Denkfehler drin habe. Spielbar ist es ja trotzdem. Es ist halt hier unten die Anzeige leider so ein bisschen abgeschnitten. Ich gucke mir mal kurz an, wie es für euch aussieht. Da ist sogar noch ein Stück mehr abgeschnitten, interessanterweise. Ha. Ja, wieso denn das? Wieso denn das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Komisch. Das ist komisch. Hm. Hi, Freestyle. Naja, gut, dann gehen wir jetzt einfach noch ein bisschen... Also, wir haben jetzt schon geangelt. Jetzt können wir ja mal noch die anderen Leute da besuchen. Ist euch das aufgefallen, ob das schon die ganze Zeit so abgeschnitten ist? Ich glaube, das war nämlich vorhin noch nicht abgeschnitten. Ach, da darf ich ja wieder nicht rein. Und alle haben so leckeres Essen rumstehen und ich hab nichts. Manu. Mal kurz auf die Karte gehen. Home of Emily and Haley. Da, da, da. Major. Also eigentlich müssten wir doch jetzt alle haben. Nee, es fehlen immer noch 7 Leute. 7! Wo?
Wo sind denn dann noch 7 Leute, die ich begrüßen muss? Ich glaube, die sollen mir dann einfach nachtragend sein. Ich habe keinen Bock, die jetzt alle zu suchen. Der ist halt da halb nackig in seinem Zimmer und macht Handelübungen. Kann ich ihm halt nicht Hallo sagen. Wir sind ja noch nicht hier Best Friends und so. Geht ja nicht. Das hat am Mittwoch geschlossen. Oh, wie ich sehe, wieder jemand, der die Farm unsicher macht. Ja, Freestyle. Mein erstes Mal, deswegen stelle ich mich vielleicht noch ein bisschen doof an. Verzeih's mir bitte. So, Mann, das hat keiner gesehen. Ach, echt? Seltsam. Dann ist es halt irgendwie für euch abgeschnitten. Das gucke ich mir dann nach dem Stream mal an. Bevor ich da jetzt ewig in der Auflösung rumschraub. Guck mal, ich habe noch was gefunden. What can I do for you? Ach, die kennt mich ja schon. Kennen wir uns schon? Maru, ja, ja, ja. Die kennen wir. Den kennen wir jetzt auch schon. Den treffen wir halt ständig. Hi, Erdbeer. Blume. Ich dachte jetzt, ich klaue denen was aus dem Kühlschrank. Was macht denn die da oben? Spielt die Dead by Daylight? Oh, halt, den mit dem Hut kenne ich nicht. Ach so, das ist kein Hut, das sind die Haare. Okay, die kennen wir doch schon. Was arbeitet denn der PC jetzt so krass? So. Der musste hier gerade voll laden. Wegen Stardew Valley. Hm. Ach, guck mal, da ist der wieder. Aber dem haben wir auch schon Hallo gesagt. Oh, der macht sich im warmen Regen gerade sauber. Der hat ja anscheinend kein Zuhause. Also er hat schon ein Zuhause, aber kein Haus. Und Strom und so. Tja, gute Frage, ne? Jetzt habe ich schon wieder die blöde Angel. Ich könnte die Sardine auch essen, aber das will ich gerade gar nicht. Machen wir das hier mal ein bisschen sauber alles. So. Das machen wir jetzt schön. Zack, zack, zack. Alles weg damit. Bis ich müde bin und ins Bett gehen möchte. Die Blümchen finde ich eigentlich ganz hübsch. Da würde ich so ein bisschen was mal stehen lassen. Das Spiel ist halt sehr anspruchsvoll, Shiva. Ja, ja, das denke ich mir nämlich auch. Also in beider Sinne. Auf jeden Fall vom Spielprinzip her überhaupt nicht selbsterklärend und richtig schwierig. Und auch natürlich für den Computer eine mega Auslastung. Also das merkt man schon. Flop, flop. Machen wir die mal hier weg. Oh, das kleine Bäumchen will nicht weg. Will. Dann lassen wir es halt stehen. Ist okay. Schönen Blumen will ich noch behalten. Aber dieses ganze Gebüschzeugs hier, das kann mal weg. Das ist auch gar nicht so krass irgendwie arbeitsmäßig hier für die, ne? Jo. Ja, pass auf, dass er nicht zu heiß wird heute. Ja, ich guck schon immer. Also,
Wenn es nicht besser wird, muss ich noch ein Kühlpack holen. Warte mal, ich tue das Gebüsch da. Das Gebüsch kann man reintun. Zack. Und dann gehen wir schlafen. Es ist ja auch so ein regnerischer Tag. Wo ist denn unsere versprochene Katze? Ich möchte die jetzt haben. Jetzt haben wir ja schon eine richtige Statistik hier. Alles klar. Der vierte Tag. Jetzt muss ich mir aber trotzdem gleich nochmal... Weißt du was? Ich glaube, ich weiß, wieso das mit dem Gras, mit der Auflösung gerade so komisch war. Weil ich rausgetappt bin und wieder reingetappt. Und ich glaube, damit ist das Spiel gerade nicht zurechtgekommen. Ich tappe jetzt nochmal raus. Das ist Gras, sind keine Blumen. Und die Sense verbraucht keine Energie. Ach, die Sense verbraucht einfach keine. Ah, das ist interessant. Gras, Blume, mein Gott, das ist doch alles das Gleiche. Blume, Gras. Ist alles grün, oder? Das war eine schöne Musik gerade. Wo ist denn mein... Ach, komm, machen wir mal das Holz hier weg. Mit der Axt. Und wann bekomme ich mein Kätzchen, Freestyle? Kennst dich ja anscheinend aus. Muss ich dafür noch was machen? Sogar richtig abwechslungsreich. Das ist ganz cool. Nicht immer das gleiche Gedüdel. Das finde ich furchtbar. Kann ich das auch damit mal eben kaputt machen? Ja. Gut. Zack. Zack. Jetzt habe ich auch ein bisschen Geld bekommen. Das heißt, wir können heute Mittag mal Spaghetti essen gehen. Also wir arbeiten jetzt bis um 12. Dann gibt es Spaghetti und dann arbeiten wir noch ein bisschen. Dann machen wir die Steine noch weg. Das Kätzchen bekommst du etwas später vorbeigebracht. Welchen Tag weiß ich gerade nicht. Okay. Dann bin ich ja froh. Ich habe schon gedacht, ich habe was falsch gemacht und bekomme kein Kätzchen mehr. Das wäre ja gar nicht gegangen. Kann man den so fällen? Ah ja. Der stört mich dann nämlich. Der stört mich auch. Baum fällt. Eieiei, okay, was ist denn da alles rausgefallen? Cool. So, nicht mehr viel Energie. Aber das geht schon. Bis mittags können wir noch arbeiten. Guten Abend, Frau Shiva, und guten Abend, der Chat. Ja, guten Abend, Erwin. So, ein bisschen Energie haben wir noch. Kann man da auch schneller laufen? Das wäre nämlich auch ganz cool. Wenn wir da einfach mal so Vollgas durchrennen könnten. Das wäre schön. Na, da ist der Stein im Weg. Das nervt mich jetzt. So, weg damit. Bin ich? Jetzt habe ich abgelenkt. Jetzt habe ich hier unten hingeguckt. Auf den Chat und bin irgendwie neben den Eingang gerannt.
Okay. Kennen wir die schon? Halt, warte, warte. Warte, ich glaube, ich kenne dich nicht. Hayley. Doch, die kennen wir schon. Nein. Ach so. Die wollte das gerade ihr schenken. Hey, willst du den Fisch haben? Nee, nicht hier. Ah. Ich habe dir heute schon ein Geschenk gegeben. Aber ich glaube, ich kenne die Hayley schon, ehrlich gesagt. Aber warte mal. Bevor wir Mittagessen gehen können, müssen wir erst Platz in unserem Inventar machen. Das heißt, wir gehen noch mal kurz nach Hause und legen das alles in die Box. Oh Mann, ich hasse mein Internet. Wieso das denn, Erdbeer? Lädt's gerade nicht, oder was? Okay, dann die Sardine. Auch da rein. Das Gras auch. Auch alles da rein. Das nicht, das muss ich noch pflanzen. Okay. Warum fehlt ein Teil des unteren Bildschirmrandes? Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist anscheinend genau passiert, als ich aus dem Spiel rausgetappt habe. Ich habe gerade schon... Echt, ist es auch an den Seiten? Also, ich habe gerade schon in der Auflösung rumgespielt. Aber ich werde jetzt eh bald aufhören, deswegen habe ich es jetzt gelassen. Aber es ist ja ein 1920 mal 1080 ist ja normalerweise. Nimmst du über OBS auf, ja. Also 1920 mal 1080 ist ja normalerweise 16 zu 9. Also das müsste eigentlich passen. Allerdings bin ich vorhin aus Versehen hier auf das hier gegangen. Aber vielleicht geht's jetzt sogar. Warte mal. Ha! Es geht wieder! Ich hab's repariert. Ich muss irgendwie hier randlos machen. Dann geht's anscheinend. Hast du den Haken bei Strecken gemacht? Nee, aber ich glaube, also sagt mir, ob es bei euch wieder geht. Bei mir wird's nämlich jetzt wieder richtig angezeigt. Das hat mich jetzt auch schon die ganze Zeit genervt. A saloon can pretty lively lively at night. Sometimes we even put a coin in a jukebox. Schackel. Also, lachen. Ach, ich mag den Louis. Guck mal, die grüne Haare, die kenne ich noch nicht. Hello, you must be Aeroshiva, the new farmer. I'm Caroline. Endlich haben wir noch jemand Neuen getroffen. Den kennen wir auch noch nicht. Welcome to Parasols. Hey, Kelly, one of the finest goods. Unten ist alles wieder da, aber es fehlt gut 1 Zentimeter an den Seiten. Es geht aber. Echt? Es fehlt jetzt was an den Seiten? Oh. Okay, ich schaue es mir kurz an. Stimmt, in OBS kann ich sehen, dass es fehlt. Stimmt's jetzt? Jetzt müsste es aber passen, oder? Halt, da war noch ein Schmetterling, den hättest du kennenlernen können. Okay, jetzt werde ich aber auch langsam etwas arg dunkel, oder? Jetzt ist es da, sehr gut. Ja, vorhin war es auch richtig und dann habe ich anscheinend Scheiße gebaut. Oh. Jetzt sehe ich mich ja gar nicht mehr. Ich bin doof. Moment. Ah ja, aber ich glaube, das ist besser so, oder? Ich bin zwar jetzt etwas arg hell, aber lieber so als ganz dunkel. Ich glaube, so ist okay. Ich mag mein Internet nicht, weil ich nur eine 2K-Leitung habe, die sie mit drei anderen teilen muss und deshalb gerade auf Mobil stellen muss, um überhaupt zuschauen zu können. Und das sieht halt aus wie sich bewegender Brei. Oh, ja, okay, das ist echt kacke. Ach, Mensch. Blöd. Und ich finde schon meine Leitung nervig. Und ich habe 25, also ich müsste eigentlich 50 kriegen. Zumindest bezahle ich für 50, aber anscheinend geht das hier gar nicht durch. Und jetzt schaue ich gerade, ob ich dann vielleicht einen anderen Anbieter nehme oder so. Den kennen wir schon, den Schönling. Bea, dann komm zu mir. Ich habe...